über den Wolken. Ja, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen dahinter verborgen. Und dann wird alles, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier gerade im Fatschhaus sozusagen, immer noch am Pier 39 in San Francisco. Und was es hier nicht alles gibt, es ist unfassbar, so viele leckere Sachen einfach. Vor allen Dingen auch tote Igel. Ich liebe tote Igel, abends mal einen auslutschen, das ist mein Jumbo-Pläsier. Es gibt hier zum Beispiel auch die OMG-Bars, die Oh-My-God-Bars, OMG. Davon esse ich jeden Abend 10 Stück, wenn ich YouTube-Kommentare lese. Wir haben hier, Alter, ganz ehrlich, das da unten sieht aus wie das, was bei mir nachher Bohnensuppe rauskommt. Das ist aber trotzdem lecker. Hier hast du leckere Chocolate Crunch. Da ist alles dabei hier. Vanilla, Caramel, Fudge, Raspberry Fudge, Peanut Butter Fudge. Alter, ich weiß überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich mich hier durchkaue, dann bin ich ein lebender Diabetes. Und wenn ich einmal ganz kurz hier... Oh, Vorsicht, ein lebender Diabetes. Wir gucken mal ganz kurz hier drüben, was wir hier haben. Salzwassertaffis. Also wenn du möchtest, Salzwassertaffis. Eigentlich könnte man hier ein super Let's Eat machen, aber wir haben nicht genug Geld dabei, weil das hier echt scheiße teuer ist. Überhaupt nicht scheiße teuer. Ich lüge gerade. Ich quatsche einfach nur in die Moderation. Wir haben hier... Salzwassertaffis, die hat man noch gar nicht gezeigt. Willst du einen Salzwassertaffi? Geile Idee, eigentlich hier ein Let's Eat zu machen. Da liegt schon Kacke auf meinem Bett. Bam, da bam, bam, bam. Bam! 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 Wahrscheinlich noch sehr lecker, am Ende dann wahrscheinlich einfach nur Hardcore, denn wir haben hier ungefähr, weiß nicht, 20 Leckereien knapp aus Schokolade und anderem Zeug. Also aus Fatsch, was ungefähr so viel heißt wie Butterfett, kann man sagen. Also Butterfett ist richtig gut. Während ich hier sitze quasi und diese Dämpfe inhaliere, steigt schon mein Blutzuckerspiegel. Mhm, aber das auf jeden Fall, guck mal, wie süß ist das eigentlich, ey. Das ist der Hammer. Das ist voll niedlich. Müssen wir ab und zu mal nach vorne gehen. Komm, ich zeig das gerade mal vorne hier. Ah super, du bist ja eh ja, auf der anderen hier, Seite hier, unterwegs. Da. Kann man das sehen? Hallo! Hallo! Warte mal, gucken, ob ich das auf deinen Kopf ziehen kann. Ja, und natürlich findet das Ganze wieder in meinem Hotelzimmer statt. Wisst ihr, das kommt richtig gut. Ja, na klar. Die Schokolade auf dem weißen Bettlaken verteilt, wo die Leute dann denken, Mann, dieser komische Valentin. Hat der wieder ins Bett geschissen. Hat der wieder ins Bett geschissen, denkt sich die Putzfrau dann morgen, wenn man damit fertig bin. Ich hab echt, vor dem Ding habe ich übrigens Angst. Das ist so ein riesiger Marshmallow-Apfel mit Schokolade und allem drin. Ich habe da echt Angst vor. Ich tue dir mal ein bisschen seitwärts. Vor allem, wenn das Handtuch hier auch mit Schokolade... Komm, das kriegst du mehr mal. Oh, Mann. Das brauche ich nachher noch zum Heulen. Also das Ding ist natürlich, ich habe lange auf Let's Eat gewartet. Wir haben uns überlegt, das ist eigentlich eine Spontanreaktion gewesen, dass wir jetzt dieses hier essen. Wir haben uns eigentlich auch noch was anderes überlegt, da wollen wir auch nicht zu viel spoilern. Aber das hier ist jetzt halt mal genau. Der Anfang. Das war wirklich spontan. Wir haben den Laden gesehen und gedacht, Alter, lass mal einen Rundumschlag machen und nehmen wir gleich mal auf. Und dann dachten wir, OMG, oh mein Gott. OMG, 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 OMG. Und dann mal zwei von sogar, oder? Ja, ja, extra für jeden einen. Sollen wir damit anfangen? Fangen wir damit an. Ich zeig dir mal gerade nochmal das OMG. Okay. Du darfst sie noch nicht so lange in der Hand halten. Bei mir steht aber ONG. ONG? Was ist denn das? Oh nein Gott. Oh nein Gott. Oh ja, das schmilzt direkt. Boah, ja, sag ich doch. Sieht richtig geil aus. Ich glaube, die meisten Sachen schmecken hier sogar. Das ist schön. Du hast schon Kacke auf dem Das ist schön. Freue mich drauf.
deine Scheiße so im Bett zu haben. Ist natürlich wieder mein Zimmer geworden, wisst ihr, wie immer. Weißt du, kennt das Spiel. Mitten in der Nacht wieder so, und jetzt ihr seht draußen dunkel. 1 Uhr nachts ist es gerade, das ist besser als 2 Uhr nachts, wie damals bei der Sugar Factory. Ich würde nur sagen, wir prosten uns mal zu. Zum Wohl. Prost, auf ein erfolgreiches. Was ist das denn jetzt eigentlich? Schokolade. Na, das sind Schokolade, oder? Mit Keks. Boah, geil. Voll lecker. Boah, geil. Müssen wir das alles aufessen? Können wir gar nicht. Wir sollten uns auf eine kleine Ablage. Wir geben das nachher noch den Alchemisten, ja? Den ganzen angebissenen Kram. Wird nachher noch in den Musikerkäfig geworfen. Und natürlich noch den Cuttern von The Menschen, wie mit dem Kochtopf im Lego-Video. Vielleicht hat es ja jeder ein oder andere gesehen. Schmeckt gut, ich würde normalerweise gerne aufessen. Das Gute bei diesen Süßigkeiten kam genau wie bei Sugar Factory damals, ist, es schmeckt erstmal alles unglaublich gut. Das Problem ist nur, wie immer bei Schokolade und bei diesem ganzen Fettkram und Butterkram, du hast irgendwann einmal so Maul und willst dann gar nicht mehr. Also das OMG und das hier ist Peanut Butter drin und Keks und Schokolade. Extrem heftig, aber geil. Gut, dass wir keine Erdnussallergie haben. Ich leg das erstmal mit hier rüber, ne? Genau, das war der erste. So, ich würde sagen, die hier sehen auch ganz gut aus. Man muss auch mal aufpassen, das fällt hier alles raus. Das sind sogar von jeder Farbe einer. Alter. Wir haben ja, das sind so, glaube ich, Kokosbällchen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Schokolade. Weiße Schokolade. Weiße Schokolade? Doch, die riechen nach Kokosnuss auch. So, ich probiere mal diesen hellbraunen. Okay, ich probiere jetzt mal den hier. Okay. Boah. Alter, mal kriegen. Boah. Boah, schmeckt auch voll gut. Schmeckt ein bisschen wie Kokosmakronen. Hier, probier mal den. Okay. Wir haben Bett beschissen. Und mit dem fast noch besser. Ich zeig dir mal gerade. Das Kokosnuss. Boah. Einmal mit weißer Schokolade, einmal mit brauner. Mega hart. Gönnt ihr, ich bin jetzt schon satt. Ich bin auch. Ich will schon gar nicht mehr weiter essen, das war schon, das reicht eigentlich schon. Das ist übertrieben. Das Problem ist, wir haben gerade erst angefangen und ich habe keine Ahnung, wie wir am Ende des Videos aussehen werden. Ich bin momentan noch motiviert. Ich trinke mal gerade einfach ein Getränk ohne Produktplatzierung natürlich. Ich finde es gut, dass du ein Zuckergetränk trinkst, denn wir haben noch nicht genug davon. Ich habe ja nichts anderes. Ach doch, hier ist noch Wasser. Stimmt ja. Das habe ich extra hier vorbereitet. Oh, ich glaube, du hast dem Igel die Schuhe ausgezogen. Oh, die Igel, die sehen so süß aus, ne? Das ist so ein Rabbinerhut, den kann man auch tragen. So, das machen, gibt es ganz viele in Los Angeles, die tragen so eine Mütze oben. Wie wär's denn mal mit, ich probiere mal diesen Stick hier, da haben wir noch zwei Sticks. Oh, guck mal, das ist rausgefallen. Oh. Das war der Griff. Das ist so eine, das ist so eine... Ah, das ist ein Brezel mit weißer Schokolade überzogen. Komm, ich probier den mal. Das ist nur die Brezel, oder? Boah. Sehr eigenartig, ne? Aber lecker. Der hat aber noch die, das Gütesiegel eines Brezels, die Würzigkeit, mit aber trotzdem Schokolade. Interessante Kombination. Selbst die Brezel ist lecker und die weiße Schokolade darüber ist echt auch gut. Komm, lass mich mal gerade zeigen. Ich muss dir die ganze Zeit hier gehen wahrscheinlich. Du hast meine Tüte gelassen. Du wirst Kilometergeld kriegen. Ja, auf jeden Fall, ey. So. Guck mal, das ist der Brezel. Also ganz normale Brezel. Und hier weiße Schokolade. Und das Ganze haben wir auch nochmal in Braun. Komm, dann machen wir die gleich mal als nächstes. Ich opfer mich mal freiwillig. Du schreibst mir nach. Oh Gott, das hier wird auch so heftig. Ja. Geil. Das Gute ist, da wird viel aufgefangen von der Brezel. Das schmeckt nicht so übertrieben süß wie der andere Kram. Habt ihr schon einmal. Voll geil. Geil. Die oder der Brezel? Die Brezel, Leute, ne? Sagt es in die Kommentare, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, die Brezel, oder? Oder der Brezel? Das Rumbrezeln, das Aufbrezeln, die Brezel. Die geile Brezel da drüben. Alter, was für schöne Sachen. Das sind teilweise Kreationen vom Feinsten. Also wirklich. Und wir fressen die hier einfach weg, das tut mir echt leid. Aber let's eat. Wer denn da schon angebissen? Ich habe nichts angebissen. Das sieht so voll aus, als hätte ich da habe ich doch gar nicht angebissen. Ich habe da noch gar nicht angebissen. Hä? Der sieht doch aus wie der andere, den wir eben. Ja, das ist der Dunkelbraun, den haben wir noch gar nicht probiert. Der mit dem die uns empfohlen hat, ne? Genau, Alter, ey, wenn ich das hier sehe. Boah. Das sind diese Fatschdinger. Und das ist wirklich nur einfach so Elefantenfett. Und das hier fand ich auch voll süß. Hier mit den M&Ms. Das sieht sogar lecker aus. Wir sehen alle lecker. Also die Sachen sind. Und das ist auch so asozial hier.
Das sind einfach Gummibären mit Schokolade überzogen. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich gehe nochmal hin. Das Bett ist sehr breit. Der Walle braucht viel Platz hier im Bett. Natürlich. Der klaut mir immer die Decke. So, Gummibären mit Schokolade überzogen. Ich glaube, da gehen wir als nächstes drauf. Ich glaube auch. Haben wir davon zwei oder einen? Ah, zwei. Okay. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Boah. So genau. Boah. Ich hab hier grad... Boah, Alter. Halt mir mal dieses Papier hier hin, dann sauge ich mir nicht die Hände ein. Das kann man nicht so gut durchwischen. Ah. Gut wissen. Das hat er dir ganz zu widerlich. Nee, das geht gar nicht, sorry. Gummibärchen sind nicht unbedingt meins. Nee, dann mit Schokolade. Also Gummibärchen so, damit ohne Schokolade. Aber das Problem ist einfach, es ist alles lecker, aber es ist einfach viel zu viel. Ne? Es ist viel zu viel Süßkram. Und überall die Kacke auf meinem Bett. Und überall die Kacke auf alles Bett. Deswegen haben wir das Handtuch drüber gelegt, damit man es nicht so sieht. Ja, genau. Das sieht man wahrscheinlich auch nicht. Boah. Boah. Das ist schon heftig, oder? Bis jetzt bin ich stolz auf uns. Es gibt aber noch einiges zu tun. Mir ist jetzt schon, ich merke jetzt schon im Magen, wie so, oh Gott. Ich bin mal für was Leichtes. Da haben wir hier so ein, kann man das sehen? Das ist meine Tüte. Da haben wir so ein Melonenstückchen und irgendwas Blaues. Das sieht ein bisschen aus, wie als hätte man Stumpfine die Titten abgeschnitten und halbiert. Ja, ein bisschen, ja. Entschuldige, ne? Stumpfine, ich meinte das nicht persönlich. Das sind wunderschöne Brüste. Ja, jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt ist es rot. Und das ist die Melone. Die Melone abgeschnitten. Genau. Möchtest du Melone oder möchtest du blau? Ich fahre mit Melone an. Das habe ich mir fast gedacht. Hm? So. Scheiße. Ach, wir können die auch teilen. Pass auf. Ja, genau. Komm mal. Wir teilen die brüderlich. Okay. Das ist für mich. Gut, wenn ich nur einmal... Boah, das ist also richtig, richtig fettes Weingummi. Es sind alles Sachen, die sind handmade hier in einem Laden. Mhm. Man muss sagen, wir sitzen im Hotelzimmer in San Francisco. Ah, ja. Muss man vielleicht auch mal erwähnen. Wir sind aktuell in San Francisco hier in einem Hotel. Und haben das am Pier 39, weltbekannt. Da kann man auf Alcatraz blicken und so. Haben wir diesen ganzen Kram gekauft. Und das ist alles handgemachte Süßigkeit. Mhm. Das ist jetzt nichts irgendwie, was ihr im Laden kaufen könnt. Deswegen ist es schon was Außergewöhnliches, dieses Let's Eat. Ein bisschen erinnert es an das Let's Eat von Sugar Factory. Ja. Wer es vielleicht gesehen hat. Leider keine außergewöhnlichen Sachen wie eine fette Pizza und Schokolade und sowas. Ja, aber trotzdem. Guck mal, diese geilen Muscheln hier alleine. Aber süß kann man die Muscheln. Aber die belgischen super. Waffeln gegen Muscheln ja, nicht ab. Das stimmt, die sieht echt super aus. Okay. Boah, die schmeckt gut. Schmeckt echt gut. Kann man machen. Mhm. Schmeckt wie Weihnachten, der bunte Teller. Wenn du da so Sachen drauf machst, also drauf packst, so schmeckt die. Also schmeckt echt gut. Die Melone lecker. Das blaue Ding hingegen weiß ich gar nicht. Geht so. Ich muss sagen, ist nicht ganz so meins. Der Nachgeschmack ist ein bisschen fad. Ja, gut. Ist das nicht bei vielem so im Leben? Warte. Bah. Nee, fand ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Boah. Boah, wir schießen viel zu schnell ins Rein, glaube ich, oder? Mhm. Wir übertreiben ein bisschen gerade. Boah, uns ist morgen wieder mega schlecht. Ich sehe das schon kommen. Das schmeckt ein bisschen so, als würde man eine Dose Energy Drink nehmen und würde da einfach so Gelatio reinkippen, oder wie das da heißt. Mhm. Weißt du, schon so Glibbermasse. Und daraus irgendwie so ein Pudding machen. So schmeckt das Ding, wie so ein Energy Drink Pudding. So irgendwie nicht geil. Mir wird ein bisschen warm gerade, weil mein Körper langsam anfängt, den Zucker anzunehmen. Bah, das ist voll eklig. Sorry, schmeckt das wie, schmeckt eklig. Wie so ein Energy Drink, ohne Kohlensäure, mit Wabbel drin. Ja, aber so ein Magic Man Energy. Ja, so ein widerlicher. Ein richtiger billiger. So ein richtig ekelhafter, wo man denkt... Wenn du am Ende des Monats, wenn du Ende des Monats ein bisschen tiefer ins Regal greifen musst, weißt du? Wenn es nicht mehr gereicht hat für den Original Red Bull oder was auch immer. Boah. Stückchen Wasser. Ja, ich habe gerade mal überlegt. Ich muss ganz kurz aus persönlicher Erfahrung sagen, plötzlich sehen die Sachen hier nicht mehr so lecker aus. Nee. Ich bin jetzt so auf der Halbzeit gerade. Alter, jetzt habe ich schon warm. Ist gerade voll warm. Boah. Also am Anfang denkt ihr euch jetzt natürlich, ey Leute, voll easy. Aber diese Unmengen an Süßigkeiten, die muss man sich halt auch erstmal geben. Ist natürlich jetzt nicht so spektakulär wie vielleicht das Bahamas-Sensit, wo wir
allen möglichen Kram hatten. USA hatten wir ja schon gemacht, American Snacks kennt er ja wahrscheinlich. Es muss nicht immer eklig sein. Es muss nicht immer eklig sein, aber es wird dann doch eklig. Es geht ja darum, die Sachen zu zeigen und einfach mal auszuprobieren. Ja, obwohl das wird eklig. Das Problem ist, dass wir immer übertreiben müssen. Das ist unser Problem. Ja, dann packst du mal das da, das sieht auch noch gut aus. Wenn du mit Hunger über den Pier gehst, da pack mal mit rein, nimm mal drei davon, drei davon. Aber kennst du das? Du bist doch zum Beispiel im Einkauf, Supermarkt. Mhm. Gehst da irgendwie essen, bist hungrig und kaufst 10-mal mehr, als wenn du nicht hungrig bist. Geh niemals hungrig in den Supermarkt, mach das nicht. Wir hatten voll Bock auf Süßigkeiten, hatten aber nichts gegessen vorher. Boah, ich hab gehofft, da haben wir uns mehr Zeit mit, das sieht so komisch aus, mit diesem Grünzeug da drauf. Das ist eine Erdbeere mit weißer Schokolade. Entschuldigung, ich hab gerade gerülpst, es musste raus. Hier. Es hilft nichts. Das war keine Kohlensäure. Mit weißer Schokolade. Ach, geil. Ja, ja, deswegen. Hast du echt eine Erdbeere? Ja, das ist eine Erdbeere mit weißer Schokolade. Das ist halt auch ganz frisch zubereitet, das Zeug. Das muss man mal sagen. Knack das mal so ein bisschen hier auf. Bei einer Erdbeere esse ich aber nie das grüne Zipfelchen oben. Nee, das wundert mich auch, dass es noch dran ist. Oder schmilzt wie Sau. Oh ja. Ich beiß mal von unten rein. Warte. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal in der Kamera, damit man auch sieht, okay. Das ist wirklich eine Erdbeere mit weißer Schokolade. Ihr Freunde, guckt es euch an. Erdbeere, weiße Schokolade, da weiße Schokolade. Eigentlich extrem geil. Ja. Aber in diesem Umfang. Boah, da müssen wir auch noch die Bonbons probieren aus der Herzschachtel. Hier. Pier 39, San Francisco. Und da ist alles halt, wie gesagt, außer das hier, das ist wahrscheinlich. Doch, das ist wahrscheinlich auch handmade, ne? Kann ich mir sogar vorstellen. The Fudge House, alles von The Fudge House. Die Erdbeere haut voll raus. Voll lecker. Voll lecker. Boah, habe ich gerade ganz gegessen, weil es so erfrischend war mit der Erdbeere gerade. Da schnitt ich mir die Finger. So was Gutes gibt's nie wieder. Das hast du gerade mitgegessen? Ja, aber mir egal. Nimm mal schön sowas. Das ist dein Monatssalat. Was ist das denn? Das sieht aus wie Peas. Hier war ein Kanten-Peas, frisch importiert aus Holland. Ja, echt. Was zur Hölle? Was haben wir denn da gekauft? Kann ich nachher für einen Fuchs verkaufen auf der Straße unten. Boah. Wir sind in San Francisco, da haben die alle sowas. Alter. Was ist das? Ich eine Zuckerdröhnung hier. Ich hole mal uns gerade ein paar Tücher zum Abwischen, oder? Nee, da haben wir eine richtig vollgeklebte, ekelhafte Hände. Und schmieren uns damit über unsere öligen Seemannskörper. Was? Ach, die Kamera läuft. Nee. Boah. Hier. Ach, du hast Erfrischungstücher? Nee, das sind einfach stinknormale Taschentücher. Ach ja, die sind ja auch trocken. Ja, sorry. Sonst hätte ich dir wieder durchs Gesicht gerieben. Wäre echt ernst für dich. Ich rufe gleich deine Lieblingsstewardess. Ja. Kannst dir mal erzählen, die Geschichte, wenn du magst. Pass auf, da waren wir mit dem Flugzeug und da war so eine Stewardess, die sah aus wie eine Ledertasche, und die hat sich dann vor den Walle gekniet und hat dann Liebesdienste gemacht. So auf dem Bauch. Pff, jetzt bist du genau. Der Pilot. Pff, und der Walle, hui. Hab ich gedacht, Mann, ist das geil. So war das damals. Nee, war gar nicht so. Die wahre Geschichte ist folgende. So, wir kommen jetzt mal zum nächsten. Willst du jetzt schnell überspringen, die Geschichte? Welche Geschichte? Habe ich doch gerade erzählt. Jetzt lenkt doch nicht ab. Die haben wir doch bestimmt schon mal erzählt. Boah, der Walle streckt immer die Videos in Länge. Ja, stimmt. Der streckt immer furchtbar die Videos in Länge. Also ich erinnere mich damals, das war vom Flug nach Bangkok. So, und dann gucken wir mal. Wir haben hier noch dieses Ding hier. Das ist, Alter, was ist das denn für ein Klumpen? Und ich habe dem Erik der Walle muss das ganz alleine gesteckt. So, und jetzt einfach den Rest erfahrt er später. Genau. Die meisten kennen die Geschichte eh, weil wir haben die schon mal irgendwann erzählt. Haben wir die wirklich schon erzählt? Ja, wir haben doch immer hingehalten. Alter, das Handtuch sieht voll zugekackt aus. Das wird richtig das peinlich. Voll die Schmierspuren auf dem Handtuch. Alter, ich logge auf jeden Fall raus. Ich möchte kein Klopapier mehr. Häng das hinterher noch ans Bad, ans Klo, Alter. Und leg noch die Zähne drauf. Aufs Klo legen. Und dann gehen wir noch einmal richtig schön mit der Hand so drüber. Boah. Warst du noch die Pizza im Dingens bei Sugar Factory? Boah, und die Schokolade hinterher im Pizzakarton, die sah aus wie so eine Kackspur. Boah, die Schokopizza, das war echt Hammer. Boah, das war aber mir geht's gerade eh nicht schlecht. Und bei der Sugar Factory war es auch mega speiübel, ich erinnere uns. Ja, da war uns was. Das ist halt echt vergleichbar mit diesem Sugar Factory Let's Eat. Also wenn ihr die Superhomies halt öfter schaut und das Let's Eat, dann werdet ihr wissen, was wir meinen. Ihr habt ja ein paar, die waren sehr gern gesehen. Boah. Alter, du Löwe. Ich kann dich heute gar nicht verarschen, dass irgendwas scheiße schmeckt. Ja. Schokolade mit Puffreis. Super lecker. Esse ich auch so gerne als Nippon. Boah, aber intensiver Schokogeschmack, ne? Also wirklich intensiver geht's gar nicht. Gibt's Nippon eigentlich noch? Klar, in Japan. Ja. Nee, aber diese, weißt du, diese Schokotäfelchen. Gibt's bestimmt noch, oder? Ey, guck, du kriegst 3 Milliarden Dollar für die Produktplatzierung. Klar, weil Nippon so amerikanisch ist.
Ist ja auch egal, selbst kann. Wenn. Gönnt ihr uns nicht, oder was? Boah, für 3 Milliarden? Würde ich auf jeden Fall nicht von mir reden. Wenn nicht, dann wäre ich doof. Wenn nicht, dann wäre ich blöd, ganz ehrlich. Für 3 Milliarden würde ich echt auf die Stirn tätowieren, Nippon. Für wie viel würdet ihr euch Nippon auf die Stirn tätowieren? Schreibt mal die Kommentare. Boah, wäre jetzt echt ein geiles Product Placement, ne? Meinst du Nippon? Hm? Nippon, diese herrliche Schokolade, ja, auf einer luftigen Reiswaffel. So. Okay, boah. Boah, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Warum noch? So, ich war eben noch gerade ein bisschen motiviert. Und jetzt denke ich mir schon wieder... Was haben wir denn hier für einen kleinen Knödel? Du willst die Fatsches bis ans Ende behalten, ne? Ja, natürlich. Ah, das sind auch so wieder so Kokosbällchen. Ah, der war anders. Ja, die sind relativ, die sehen unspektakulär aus. Das sieht einfach aus wie Schuppen, die man über eine Murmel gezogen hat. Mhm. Aber da freue ich mich. Also oder Hautraspeln. Genau, ursprünglich wollte ich die eigentlich zum Mitnehmen, so irgendwie so 4 Stück zum Mitnehmen einfach mal für die Tage. Weil ich mag ja so Kokosdinger sehr gerne. Und deswegen habe ich bei denen überlegt, bevor wir das Let's Eat machen wollten, wollte ich die ursprünglich mitnehmen. Deswegen haue ich da mal. Da ist sogar noch zweiter. Wenn du, ich weiß, du verzehrst dich nach dem. Guck mal, da liegt ja noch. Ach, da drunter. Ach cool, da freue ich mich. Auch Kokos, aber extrem, das ist ein richtiger Kokosraspel. Also der ist noch ein bisschen anders. Was ist los? Ist ja so eklig. Kaum es. Boah. Raffaello in Big Shot, oder was? Das ist irgendwie eine Konsistenz. Das ist voll weich. Guck mal hier. Kannst du so zerdrücken. Da ist eine weiße Maus drin. Also jetzt nicht eine echte, sondern... Das ist ein Marshmallow drin. Ja, Marshmallow, ne? Der passt voll nicht rein. Null. Ich dachte gerade, da wäre irgendwie, das hat sich angefühlt, als würde ich in einen Ziegenhoden beißen. Das Gefühl, was man so im Kopf hat, wenn man denkt, Mensch, heute beiße ich mal einen Ziegenhoden, so ähnlich war das gerade. Comfort Dschungelcamp 2050. Männer, die in Ziegenhoden beißen. Also ich würde es mir angucken, wenn du beim Dschungelcamp mitmachen willst. Eine beste Idee überhaupt. Ich bin super. Es sind jetzt schon keine Probleme mehr. Wo ist eigentlich deine Grenze? Rosinen. Oh, Polen, nein. Ja, Rosinen müsste ich halt kotzen, ne? Aber du hast ja auch schon gemacht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich würde nicht in so eine fette, weiße Made beißen, die dann hinten aufplatzt. Das würde ich nicht machen. Du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Das würde ich echt, boah, da wäre echt vorbei. Das würde ich eklig finden. Mir persönlich ist aber aufgefallen, dass es halt auch vor allem mit Erziehung zu tun. Ich würde keine lebenden Tiere essen. Nee, lebende Tiere glaube ich... Kommt aufs Tier an, ne? Also... Ja gut, ein Wombat, da kann man mal reinbeißen, aber... Nee, so ein Regenwurm, weiß ich nicht. Nee, würde ich nicht machen aus moralischen Gründen. Ich weiß, ich esse viel Fleisch, also nicht viel Fleisch, ich esse ab und zu mal Fleisch. Da ist es blöd, mit moralischen Gründen zu kommen. Liebe Veganer, bitte verzeiht mir. Aber ganz ehrlich, lebende Tiere könnte ich nicht... Nee. Nee, oh, das würde nicht gehen. Es ist einfacher, wenn man die Augen manchmal... So warm? Mir ist gerade unnormal warm. Deswegen behalte ich auch den Pulli an, weil ich so schlau bin. Wir haben übertrieben. Das hätte jetzt eigentlich schon gereicht. Wäre ein tolles Let's Eat gewesen. Das Schöne ist, wir haben das mehr als das Doppelte noch. Ja. Ihr habt ja Zeit. Ich dachte, das ging voll schnell diesmal. Ich dachte, es wäre so ein Mini-Let's Eat von wegen. Jetzt sollte man den Let's Eat zwischendurch einen Verdauungsspaziergang machen. Oh komm, machen wir hiermit weiter. Oder eine kleine Wurstpause. Oh, aber das sieht aber süß aus. Weißt du, wie das aussieht? Pass auf. Nippel. So ein bisschen. Ja, echt ein bisschen Nippel-Style hat es, aber komische Nippel. Nee, also wenn das deine Brüste wären, dann würde ich aber sagen, hallo. Stell mal vor. Und sonst nicht? Ja, stell mal vor. das sieht aus wie diese. Es gibt ja so eine Atomnippel, ne? Also die dann so, wo auch der Warzenhof nach vorne kommt. Entschuldigung, es gibt auch viele, die haben den Warzenhof nach innen. Das stimmt, das stimmt. Aber du weißt, was ich meine, ne? Wo der Warzenhof so nach vorne kommt und dann ist da nochmal die Kirsche drauf. Ich meine so bei so Riesenbrüsten, wo dann so ein Tellernippel da ist. Ja, genau. Ja, so ein bisschen, aber die ragen nicht so nach außen. Also weiß nicht in dieser nicht. Form. Ach, ist es jetzt nicht so, dass ich eine unendliche Anzahl an Nippelerfahrung hätte? Warum nicht? Ja, unendlich ist schon ein bisschen übertrieben. Du hast doch schon an Nippeln genuckelt. Ja, natürlich. Wie alle. Klar. Wie alle. Jeder von uns hat im Leben mindestens mal einmal eine Mumu durchquert.
Du meinst, dass wir alle schon eine Muschi um den Hals hatten, oder was? Wie ist eine Krawatte? Hä? Da hat der geredet? Ach, ist draußen. Draußen am Pool. Wir haben das Fenster offen, weil hier ist echt warm. Ja. So, Nippel. Boah. 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 Das ist ja ekelhaft. Ich zeig das mal ran. Das ist eine Schoko-Peanut-Butter-Kombination. Oh, übel. Boah, ganz mies. Boah. Boah. Bah. Ist gut, dass ich auch erkältet bin, weißt du? Boah, ist das ekelhaft. Boah. Ja, das ist so. Für die Knie, damit du nicht so hart. Ja, das geht schon. Das ist so. Boah, ist das ekelhaft. Das ist so widerlich, klumpig, süß. Das meiste ist lecker, das hier schmeckt auf den ersten auch gut. Aber es ist so ekelhaft im Mund, dass mir essen die ganze Suppe gerade zusammen. Das ist einfach nur widerlich. Und das, also das, das schmiert so richtig. Also ganz ehrlich, das. Ja. Wie so ein Burrito im Abgang schmiert das gerade. Das ist einfach nur so. Mich erinnert so ein bisschen an diesen Wunderbar-Riegel. Kennst du Wunderbar? Ja, habe ich auch nie gegeben. Wunderbar in einer krassen, übertriebenen Form. Boah, Alter. Also, ihr kennt vielleicht Wunderbar diesen Peanut-Butter-Riegel. Boah, ich glaube, Cadbury's macht den. Eigentlich ziemlich geile Sache, aber. Nee. Alter. Jetzt eine Pause. Ich muss ganz kurz, sorry. Das war wirklich ekelhaft. Das war wirklich widerlich. Wenn wir das jetzt noch aufgegessen hätten, dann wäre die Sendung vorbei. Boah, nee, der war zu krass. So eine fette Pampe an Peanut Butter da drin. Mit Schoko und richtig mega. Boah, wie viel Kalorien das haben muss. So richtig aggressiv, süß einfach. Und alle Geschmacksnerven krampfen sich so zusammen, weißt du? Und dann sondert der Mund erstmal 10 Liter Speichel ab und dadurch hast du dann so widerlich schmierige Suppe im Maul. Aber echt. Bäh. Ja, unser Let's Eat hier in San Francisco, liebe Freunde. Die haben gerade Bitch gesagt, hast du gehört? Da draußen. Bitch? Schieße Bitch. Schieße Bitch-Steller. Ja, 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 ja. Ich glaube, das hört man gar nicht auf der Kamera, ich bin mir nicht sicher. Also Bitch Please heißt natürlich Bitch-Steller. Das ist Englisch, Bitch Please, Bitch-Steller. Bah. Ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich mich die ganze Zeit mit dem Bauch hier so ein bisschen anlege. Ich mache das mit den Rippen. Wo Leute denken, es wären meine Brüste, es sind aber Rippen. Menschen haben Rippen. Denkst du, ich sehe das nicht in der Kamera oder was? So, das Lustige war das ist, zu warm. Das Lustige ist, der Walle kippt mir gerade, der Sarazar kippt mir gerade das Wasser über den Kopf und es tropft gerade auf sein Bett, das sowieso schon braun voll geschmiert ist. Da wird sich morgen so jemand freuen. Ich wollte dich nur taufen. Das ist so lieb von dir, ne? Ja. Endlich bin ich dem Christentum beigetreten. Ja, du bist Sarazenentum. Gib mir mal das Fatsch zurück. So. Ist ein bisschen feucht geworden hier, vor die Mickey Maus abdrücke. Aber echt, sieht aus wie eine Mickey Maus. Hier ein bisschen Kokos. So, Bäh, Entschuldigung. Bäh. Wir haben übertrieben wieder. Warum? Komm, Arschbacken zusammenkneifen. Ach, guck mal, der sieht auch so lustig aus. Boah, der ist süß, davon haben auch zwei, ne? Boah, den muss ich unbedingt mal zeigen, weil der ist echt ein Kunstwerk. Daran sieht man, dass die handgemacht sind, das ist echt niedlich. Das ist echt ein Kunstwerk, also der Laden, also wenn ihr Bock drauf habt, ob Schokolade einfach mal zufälligerweise in San Francisco seid, ich meine, die sind ja auch zum ersten Mal hier, so zufällig passiert das leider nie. Aber wir haben auch Deutsche getroffen, viele Zuschauer sogar hier. In den USA, man mag es kaum glauben. Hallo! Das kacke Monster! Voll geil. Richtig geil. Ich will ihn gar nicht essen, weil die so cool sind. Ach, guck mal, die sehen auch beide unterschiedlich aus. Die sehen ein bisschen aus wie Schafe, ne? Muss ich nochmal, wir schauen das Schaf, er hat echt nicht so, ne? Wir sollten vielleicht andere YouTube-Videos machen. Vielleicht sollten wir einfach mit so Schokofiguren ein Spiel. Stop Motion oder sowas. Ja, genau. So, darf ich? Ja. Okay, Party. Oh, siehst du, wie das. Hier ist auch noch so ein Keks unten. Ich muss das mal ganz kurz zeigen. Nochmal. Weil man hat es jetzt gar nicht so richtig gesehen. Also einmal hier.
Die Augen natürlich, aber ich sehe jetzt, wie fett das Karamell da an der Seite runterrinnt und unten ist noch ein Keks drin. Oh, da fällt ein Kackekrümel. Die berühmte Winterkirsche. Kam gerade aus dem Schaf. Alter. Sieht aus wie so ein Schafshaufen. Okay, komm. Dann wollen wir das Schaf mal köpfen. Alter Schwede. Ich muss hier mal ganz kurz... Sorry, das muss sein, weil sonst kacke ich echt mal ins Bett voll. Er nimmt gerade Ritalin. Ich packe das mal zusammen, das... Weil wir wollen es ja nicht wegwerfen. Ein paar Sachen werden wir mit Sicherheit morgen noch essen. Wenn wir morgen noch Schokolade sehen können. Ansonsten können die anderen sich davon auch was abzwacken und abbrechen. Mit Zwangsernährung. Ach, das ist ja eigentlich geil. Ich sag mal, hast du da ein oder zwei von, würdest du es feiern. Aber klar, in dem Umfang ist es halt echt schon wieder eklig. Also ich muss jetzt sagen, mir ist, ja, mir, merkst du deinen Magen? Ja, es rumort. Es rumort, ne? Und es wird langsam flau und so ein bisschen so, mir ist furchtbar heiß. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Party? Party. Party. Boah. Oh. Man Karamell, Schokolade. Marshmallow. Hm. Schmeckt eigentlich extrem geil. Extrem geil. Boah. Können die noch essen machen. Merkst du, wie man das kauen muss die ganze Zeit? Ja. Nee, ist eigentlich echt schon eklig jetzt langsam. Eigentlich müssen wir die Waffel unten noch probieren, aber... Na komm, tun wir. Zieh mal durch, komm. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Das ist ein Oreo! Ein Oreo, geil! Hm. Boah, dann merkt man erstmal, wie sanft so ein Oreo ist. Boah, in der Kombination ist das jetzt so heftig, wie das macht. Wie süß die sind. Ja. Boah. Boah. Kannst du mal auch mal. Ja. Boah, die sind auch fast zu schade zum Essen. Mhm. Kannst du mal einen Joint? Das sind solche Kunstwerke. Ja, ganz ehrlich, eins davon kann man echt gut essen. Sache. Ich wüsste mal gerne, wie viele Kalorien so ein Ding hat. Ich tippe mal, einer von denen hat bestimmt 1000, oder? Boah, das ist ja so eine Masse an Kalorien. Das will ich gar nicht wissen. Dass man einen Diätplan für die nächsten Monate ruiniert. Boah. Ja, mal noch schnupfen. Oh, ich habe Angst vor den Fatschdingern. Boah, ich muss mir gerade die Hände waschen. Ey. Klebt es? Voll. Ich klebe echt wie so ein... Ich würde gerne Scherze machen, aber mir ist echt schlecht. Boah. Müssen wir das weitermachen? Ja, cool, ich hatte die ganze Zeit auch... Eine Kokosflocke schon am Auge, ne? Ja. Ich war nicht so sicher, ich wollte das jetzt nicht vor der Kamera wegpulen. Ich dachte, es hätte auch Herpes sein können. Nee, keine Sorge, war ein Herpes-Auge. Passiert bei so einem Let's Eat. Ja, eben ein Flockenauge. Boah. Da machst du nix. Da machst du einfach nix mehr. Boah, ich darf mich nicht auf den Magen legen. Boah, das klebt schon alles dran, einfach nur. Ja. Ich hab Kacke am Finger. Jetzt kommt langsam echt, jetzt beginnt es in die Phase zu gehen, wo es einfach eklig wird. Bah! Alter, wer ist denn sowas? Wer kauft sich denn sowas freiwillig? Okay, Alter, er sieht natürlich mega geil aus auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sieht es dann... Mein armes Bett. Sagt meinen Kindern, dass ich sie liebe. Boah, du bist echt krass. Oh, komm her damit. Alter, wie das klebt. Oh. Oh. Kannst du davon so viel abbeißen? Ich weiß nicht. Oh, komm mal auf. Ich kann jetzt nicht mehr kauen, weil es so groß ist. Ich habe mich übernommen mit diesem Stück. Alter, wenn du jetzt eine Nussallergie hast. Vorbei. Also das schmeckt stark nach Karamell, aber sehr nussig. Ist ein Walnüsse drin, glaube ich. Haselnüsse und Mandeln.
Schmeckt extrem Karamell, immer zu eingebacken in Karamell. Ich zeig das mal für mich. Das schmeckt eigentlich total geil. Das schmeckt echt geil, wenn ich noch was davon sehen wollen würde. So, ist die eine Seite. Wieso die andere? Boah, Alter. Ich hatte euch mal eine Geschichte erzählt. Ihr kennt das ja, wenn man so Süßigkeiten hat, ne? So ewig viele, und man isst die nicht mehr. So, man hat dann so Weihnachtssüßigkeiten, den geilen Kram weggefressen, ja. Und dann bleibt irgendwie immer was über. Und ich hatte so Paranüsse mit Schokolade überzogen. Mhm. Paranüsse kann ich damals vorher gar nicht. Und dann habe ich die mit einem Kumpel von mir gegessen, wir beide so als Notfall, ja komm mal, was die Paranüsse waren gar nicht so schlecht. Mhm. So Nüsse mit Schokolade überzogen. Und dann hatte mein einer Kumpel auf einmal Atemnot. Oh nein. So richtig übel. Oh nein, oh nein. Mit Doktor und allem rot und alles vorbei. Und der hatte eine riesen krasse Allergie gegen Paranüsse. Deswegen müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, gerade bei Nüssen. Der hatte sonst nie Probleme mit irgendwelchen Nüssen, aber bei diesen Nüssen hat er Paras bekommen. Ah! Ist alles gut, er war dann tot. Alles gut gegangen. Der war nicht tot, zum Glück. Boah. Ein bisschen Bonbon zwischendurch, was Erfrischendes. Boah, ich will nicht mehr. Alter, da müssen wir auch noch mehrere von probieren. Guck mal hier, was wir für Sorten haben. Oder sind die ja die gleichen? Alter, die sind noch alle unterschiedlich. Boah, Alter, mir ist das so. Mir ist voll gut. Ich glaube, ich könnte kotzen. Ich will mehr davon essen. Wenn ich davon noch mehr esse, ist mir echt speiübel. Also ihr könnt es vielleicht nicht nachvollziehen, an der Kamera sieht es bescheuert aus, aber wenn du echt das alles so isst wieder, das ist eine Katastrophe. Und wie bei Leben, deswegen kommt das Format auch nicht so oft, frage ich mich einfach, aus warum, gesundheitlichen Gründen auf jeden Fall. Warum einfach nur? Warum bist du wieder so dumm gewesen? Ich nehme das Rosen. Ja, das passt zu dir. Einfach freiwillig, damit der Sarazeit nicht wieder so eine Klischee-Dinger raus. Oh, Alter! Das klebt ein bisschen. Kleben ist nett. Alter! Ich muss aber. Warte mal, das zeige ich jetzt Alter, auch mal. Alter, das sieht aus wie so ein festgetretener Kaugummi. Boah, Alter, ich kann gar nicht mehr laufen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sieht. Ich komme hier mal ein bisschen näher. Das sieht man das? Chemotherapie. Wenn ich. Das klebt voll am Finger. Warte, wenn ich das jetzt mal so aufziehe. Huba Buba. Man, nee, davon kann ich nicht so viele essen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich meine, das riecht auf jeden Fall eher so nach. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein Bonbon. Hier ist überall schon Kacke auf der Bettdecke. Oh nein. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Das sieht so peinlich aus, Marco. Überall Bremsspuren auf dem Decker, Alter, das ist ein Traum. Weil er mal lieber so eine Kacki-Partys feiert. So mit nackten Arsch auf dem Bett rumrutscht. Oh Mann. Nee, aber ganz ehrlich, diese Bonbons sind so in so einem Herzding verpackt. Aber wem schenkt man denn sowas? Wer freut sich denn über so eine schmierigen Bonbons? Saltwater Taffy heißen die. Ah, Saltwater, deswegen haben wir die mitgenommen, weil da Saltwater drauf stand. Das ist einfach ekelhaft. Boah, die kleben ja alles. Ich komme aus Braunschweig, ne? Meine ganze Fresse ist verklebt. Ich habe da nur kurz reingebissen. In Braunschweig gibt es, wie auch in Köln, jedes Jahr einen Karnevalsumzug. Ja! Und an diesem Karnevalsumzug, da pfeffern die Leute von den Wagen immer diese komischen, flachen Bonbons ins Gesicht. Diese scharfkantigen, die dich immer irgendwo treffen. Oder dann so wie so ein Ninja-Stern. Die schmecken eigentlich ganz gut, aber die sind einfach noch überall. Das Problem ist, die kannst du essen. Erstens mal sind es die ältesten und billigsten Bonbons der Welt. Die sind schon alle abgelaufen, 1000 Jahre alt. Die sind ja wenigstens steinhart. Das ist so Marschverpflegung für die Bundeswehr, diese Bonbons. Und wenn du einen davon isst, ist das ganz lecker. Aber wenn du da 10 davon gierig in deine feiste Pampmaulfresse stopfst. Boah. Nee, die sind aber krasser. Die haben ansatzweise genau. Nee, komm. Ich gebe mir 5. Ich kotze dir ins Essen. Gib mir 5.
Warte, warte. Okay. Gib mir fünf. Warte, ich ziehe das noch schön auseinander. Boah. Alter, ist das ekelhaft. Nee, das ist wirklich, die schmecken wirklich so wie diese Bonbons. Ich weiß, welche du meinst. Diese weichen. Genau. Die ein bisschen sind wie Fritt. Mhm, genau, genau. Aus für dein Kau. Bla, bla, bla. Aber die sind einfach noch viel, viel chemischer. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei deinem war, aber meiner war einfach unerträglich widerlich. Ich habe mir die ganze Fresse verklebt. Ganz ehrlich, wer Batman 1 gesehen hat, ne, der Kampf zwischen Batman und Jack Napier, ich glaube, der Kessel, wo der Jack Napier dann reingefallen ist und zum Joker wurde, das war genau der Kessel, wo diese Bonbons hergestellt wurden. Ich glaube, so muss es sein. Komm, ich nehme das Bier, ne? Das sieht noch ätzender aus. Boah. Boah, ist das ekelhaft und so schmierig. Ja. Ey, das muss ich auch mal zeigen, wie die kleben. Das ist nicht mehr normal, was dann. Ich glaube, ich habe Allergie gegen diese Bonbons. Schön ins Essen rein. Nein, ich habe in die Hand. Ich habe keinen Schnupfen. Guck mal, das ist doch kein Bonbon mehr. Guck dir das mal an hier. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, ich muss jetzt auch nochmal aufstehen. Ich habe ja erwähnt, dass die Bonbons eine Herzschachtel sind. Ne? Jetzt stell dir mal vor, Valentinstag und so, du bist da mit deiner Holden irgendwo unterwegs und dann schenkst du dir diese Bonbons so, weißt du, so, ich liebe dich, hier nimm ein Bollo. Alter, die verlässt dich doch sofort. Boah, ist das ekelhaft. Das ist echt so, ich will Schluss machen. Ja, wirklich. Da sieht man, ja, Bonbon sieht aus, jetzt. Oh nee, ich esse das nicht ganz, sonst wird mir noch schlechter, wir haben noch einiges vor uns. Boah. Boah, das Orangenkäse. Alter, was? Ich liebe dich, nimm meine Bonbons, bitte. Boah, so widerlich einfach nur. So eine Kackpampe. Boah. Und meine Orange ging noch, aber ist einfach nur eklig. Was wieder, das schmeckt einfach nur wie Chemie. Nur. Also wirklich, guck mal hier, kennt ihr das, wenn es so zuckrig ist? Deine Finger, die so richtig. Guck mal, siehst du, wie meine Finger. Die Haut. Wie ist das, wie die nachzieht? Hier auch. Zeig das mal. Ja. Damit ihr sehen könnt, wie süß das eigentlich. Seht ihr das? Boah, ist das ekelhaft. Da zieht richtig die Haut nach. Ich glaube, man kann es sehen. Boah, ich habe voll die Bambe schon auf den Fingernägeln überall. Das Lied da gerade war nur chemisch. Das ist so ekelhaft. Ja, das ist so widerlich einfach nur. Ich weiß nicht mal, was das für ein Geschmack war. Ich kann es nicht mal benennen. Meins, ich weiß es nicht. Irgendso, es war lila und es schmeckte wie irgendwas. Also meins war orange, falls man mich nicht gehört hat. Vielleicht so Blaubeere oder so. Ich weiß es, ich kann es echt nicht sagen. Es war einfach nur widerlich. Boah, nie wieder. Nie wieder esse ich Süßigkeiten. Ich glaube, das kannst du auch echt so. Das Herz Kinder, verschenken wir morgen ans Kindern Team. Geben, genau. Das Herz verschenken wir morgen ans Team. Hilfe für euch. als Dankeschön. Das und, machen wir. Die filmen uns nie wieder. Das machen wir genau so. Ich mache das so schön sauber. Sehr gut. Man verschenkt mir. Das fällt auch nicht auf, dass wir da ein paar rausgenommen haben. Nee. Waren jetzt auch nur vier köstliche kleine Diamanten. Finde ich. Boah, ist so als kleines, ja, weil ihr so gut gearbeitet habt. Auf der Rückfahrt redet keiner mehr mit dir. Du hast ein zorniges Schweigen in letzter Zeit. Ich mag das Herz. Sieht irgendwie auch schön aus. Der Christoph mit so einem verklebten Mund. Weißt du, wenn du das so siehst, denkst du dir, oh toll. Ist süß. Ist echt süß. Also sieht wirklich süß aus, aber... Oh, ich muss mir aber die Finger nägeln. Ich bin langsam wieder dran. So. Okay. Ich glaube, diese Bonbons sind wirksamer als Chemotherapie. Oh Gott. Ja, komm, die Reiswaffeln. Reiswaffeln sind... Dann mal die hier. Ich würde Reiswaffeln machen, weil da ist vernünftig. Das ist, Reis ist immer gut. Das schmeckt bestimmt nicht so mega schokoladig. Das ist ja wie Nippon. Hier. Alter, ich probiere deinen aber nicht mehr, wenn ich den hier probiere. So, das ist der große Zeh von Roberto Blanco. Und du hast den von Heino. Alter, guck mal hier. Nee, waren das solide? Leider nicht. Der Roberto ist noch gut in Schuss. Ja, Heino nicht mehr Prost. So. Prost. Warum mache ich das? Das ist doch nicht mehr normal. Da gerade wäre ein Haar drauf, aber das ist nur gebrochen, siehst du? Das ist gebrochen.
Magnum Mandel mit Reiswaffel. Nee, Magnum Weiß mit Reiswaffel. Mhm. Magnum mit Reiswaffel. Mhm. Wow. Weiß mal unten die Reiswaffel. Lass mir mal das eine normale Reiswaffel. Ja, bis die ist einmal im Zucker gekocht. Da ist irgendwas drin. Wo ist so warm? Boah. Boah. Was zur Hölle? Ich muss sagen, ich bin echt froh, wenn das vorbei ist. Ja. Ja. Ja, wie immer, ziehen wir durch. Bah! Kann man so viele Süßigkeiten eigentlich fressen? Das, ja, und Verkäufer uns hat uns auch wieder angeguckt, wie so Pferde. Und die dachte auch so, kann ja wohl nicht wahr sein. Natürlich gefreut. Boah. Mein Hemd ist ein bisschen verflust, aber ich muss meine Jacke ausziehen. Nicht wundern, dass es so verflust. Weil diesen Hoodie, den habe ich neu in das. Wie ich hier aussehe, Alter. Wie ein Flusenmann. Ja, ich zeig das mal in der Kamera. Ich weiß gar nicht, ob man es auf die Entfernung sieht. Das sieht man nicht so richtig. Sieht aus wie ein schwarzer Schatten. Ja. Boah, ich überlege die ganze Zeit, was man als nächstes isst, aber ganz ehrlich, ich habe auf nichts mehr Bock gerade. Auf einen Salat. Oh, bitte jetzt einen erfrischenden kleinen Salat. Oh, Luft. Oh Mann. Ja, jeder von euch weiß bestimmt eine gute Muschel zu schätzen. Muscheln sind mir das Allerliebste. Haben wir doch eine Bahamas-Erfahrung mitgemacht. Eine ordentliche Muschel ausschlürfen. Mhm. Was gibt Schöneres? Alter. Vor allem, wenn sie so bunt gescheckt ist. Kann man nicht brechen. Komm, da muss da mal ein richtiges Stück raus. Boah, ne. Boah. Boah. Boah, du bist so ekelhaft. Hat echt was von der belgischen Praline. Kinder. Bah, ein Tipp vom Profi. Essen schmeckt besser, wenn einem nicht nach Kotzen zumute ist. Boah. Ja, für die Leute, die sagen, das sieht lächerlich aus. Ey, sorry Leute, das ist wieder voll übertrieben krass. Weil mir ist richtig schlecht gerade, ohne Scheiß. Das Problem ist, ich kann ohne Probleme ein paar Tafeln Schokolade essen. Würde ich nicht machen, aber ich könnte es tun. Das wäre kein Problem. Aber normale Schokolade ist nicht ansatzweise so krass wie das Zeug hier, wo so ewig viel Butter reingeschmiert wurde und ich weiß nicht was noch alles. Und Erdnussbutter und ich habe keine Ahnung, was da alles drin ist. Ich würde es wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Boah. Ich könnte hier drauf kotzen direkt. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt einfach hier hinkotzen. Ist kein Witz. Würdest du gerne in eine kalte Badewanne springen? Weil das würde ich jetzt für eine Erdbeere geben. Die hast du schon gegessen. Ja, die Erdbeere war voll gut. So. Ja. Die war echt lecker. Boah, Alter, so ein kleiner Salat ohne Dressing. Boah, mein Bauch. Das ist krass. Als wir angefangen haben, hatte ich echt Angst, dass wir hier ganz schnell durchziehen und ist das Video durch. Und wir haben auch vorher gesagt, Alter, das ist ja gar nicht so viel. Das haben wir bestimmt in einer halben Stunde im Kasten. Es ging Ende mal, dauert es ein bisschen länger. Da fangen wir plötzlich an, da werden wir plötzlich redselig. Ich weiß am Anfang noch, oh geil, aber dann nach einer Weile fängst du dann doch an zu quatschen die ganze Zeit und irgendwie ständig zur Kamera zu laufen, um irgendwas zu zeigen, weil es eine gute Ausrede ist. Das sticht richtig rein. Vielleicht ist Michael Stich zu Besuch. Kennt doch gar keiner mehr. Oh, Verzweiflungslachen. Oh. Kennst du das? Ich will nicht mehr lachen oder ich kann nicht mehr lachen. Ja. Oh. Nein. Boah, lass uns das durchziehen. Boah. Ich glaube, ich muss gleich echt kotzen.
So eine Scheiße. Hier ist noch ein Nippelchen. Das ist so krass, echt. Ihr müsst ja immer 5 Kinderriegeltafeln hintereinander reinziehen. Das geht sogar noch. Kinderriegeltafeln sind lecker, die kann man sogar essen. Da wird einem auch nach einer Weile schlecht, aber das ist nicht so ein ekelhaftes, überbordendes Schlecht wie hier von diesem ganzen Fett, übertriebenen Fettkram. Das, stell dir mal vor, du müsstest 5 Stücken Butter essen. So rohe Stücken Butter und genau so ist das. Nee, ich kann es nicht mehr sehen. Butter mit Schokoladengeschmack. Ein bisschen penetrant. Das haben wir zum Glück schon gegessen, oder? Nee, das haben wir einfach nicht gegessen. Da haben wir ein weißes und ein hellbraunes gegessen. Ja, das haben wir theoretisch schon gegessen. Ja, nee, das essen wir jetzt auch noch. Oder? Was sage ich hier eigentlich? Das haben wir schon gegessen. Da habe ich doch schon... Guck mal, da sind doch Bissspuren dran. Ja, genau. Und hier auch. Boah. Alter. Komm nicht mit deinem 40 Grad Fieber. Wir haben gesagt, wir nehmen das auf, dann nehmen wir das auf. Boah, ich bin doch noch krank. Und dann sowas. Das ist gut für dich. Zucker bringt dich wieder auf die Laufbahn. Ach, das sind kleine M&M's, das ist ja süß. Boah, mein Magen. Puh. Jetzt quatschen wir bestimmt schon 10 Minuten und haben nichts gegessen. Ja, ist mir egal. Das ist halt, wie es ist. Das ist Reality-TV. Ich muss das ganz kurz, entschuldigen. Oh nein, ey, vor allem nimm direkt den Brocken auch mit. Nee, den zeigen wir nachher, das ist... Das ist, glaube ich, unser Meisterstück, oder? Oh Gott. Oh, ich mag nicht mehr. Ich mag das nicht mal in die Kamera zeigen. Ich werde dann bis jetzt aus der Tür rausgehen. Oh nein. Hallo Kinder. Guck mal, was der Papa zu essen mitgebracht hat. Es gibt leckeren Fettklumpen. Siehst du, wie der glänzt einfach nur. Und wenn ich jetzt reindrücke... Ich muss mal kotzen gehen. Das ist... Mein Klopapier ist gerissen. Entschuldigung, ich bin verzweifelt. Ich will nicht mehr. Jetzt habe ich mir gerade noch den Finger abgeleckt. Das war natürlich eine tolle Idee. Wie immer, wenn das Klopapier reißt. Alter, das ist so widerlich einfach nur. Stell dir vor, du reicherst ein Glas Nutella mit 2 Stücken Butter an, ganzen Stücken, und davon musst du 3 Stück essen. Nee, du musst das ganze Glas auslöffeln, so fühle ich mich. Ja, 3 Gläser essen davon. Boah. Oh, mein Magen, Alter, ist nicht schön. Was sollen wir denn jetzt essen? Ja, rein damit, komm. Boah, bah, das ist einfach Alter, so... Also, wer isst sowas? Wer geht denn da hin und sagt, Alter, ich hätte gern einen Fettriegel? Das ist mit das schlimmste Let's Eat aller Zeiten. Ich sag das immer wieder, aber dieses Mal, weil ich hab's nicht erwartet. Ich dachte, das wird ja easy, noch ein bisschen süßig. Das habe ich auch gedacht. Und ich hatte am Anfang noch gedacht, das kannst du eigentlich, müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt hochladen können, weil das ja so ein Spaziergang wird. Boah, mein Körper weigert sich gerade, das Ding so. Boah, richtig ekelhaft. Ich habe echt so eine richtige Barriere aufgebaut. Weil es auch immer süß, 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 süß ist. Hier, ich habe ein Stück abgewickelt. Hol es dir! Alter, Scheiße, ist mir kackübel. Mir ist richtig schlecht gerade. Komm, ich zieh's durch hier. Ich beiß nicht viel rein. Und die Suppen. Boah, ist das ekelhaft. Vor allem, was ist das denn? Ekelhaftes Erdbeerzeug da noch drumrum. Das schmeckt auch wie so... Das schmeckt wirklich wie so Chemie-Huba-Buba. Mit Schokolade ohne Ende, mit Fettbutter. Das ist mit das Ekelhafteste, was ich je erlebt habe. Oh, ich kann das überhaupt nicht essen. Das löst sich langsam... Nee, vergiss es, das muss weg, das geht nicht. Alter. Guck mal hier. Zeig das mal in die Kamera. Hab ich gerade schon. Ich will es auch noch mal zerquetschen. Guckt euch das mal an hier. Dieses Zeug ist so ekelhaft. Das schmeckt übel chemisch. Und hier mit so einem Klumpen Schokobutter. Das ist einfach nur pure Schokolade mit Butter. Guck mal hier. Jetzt hier schon einmal was Bett. Alter, das ist so widerlich. Es ist wirklich widerlich. Könnte mir das ja
Soll ich da dein Gesicht damit bemalen? Nee, echt nicht. Na, dann geht der Geruch nicht mehr weg, ne? So schön unter die Nase. Boah, ist so widerlich. Das ist echt mega widerlich, einfach nur so mega widerlich. Boah. Ich glaube, das will keiner mehr essen. Also keiner. Ich glaube, das will einfach keiner essen. Wenn das Kindern irgendwie, ich weiß nicht, ob Kinder sowas essen, wenn du sowas Kindern gibst, so ein Stück Klumpen, wie wir den gerade hatten, die rennen noch 10 Tage ums Haus. Ja, vor allem ganz ehrlich, wer isst denn so ein Klumpen auf einmal? Und das ist einfach nur ein Klumpen Fettzuckerschokolade. Und das wird noch schlimmer. Und das ist aber schon so, das ist schon so süß, dass es wirklich schon widerlich süß ist. Weißt du, das ist so, stell dir vor, du machst dir einen Kaffee, wenn jemand von euch Kaffee trinkt oder so, keine Ahnung, dann machst du ein bisschen Zucker rein. Aber stell dir vor, du machst ja richtig so die Hälfte der Tasse oder 3/4 der Tasse nur Zucker und rührst dann so lange, bis das alles aufgelöst ist und trinkst das dann. Das geht nicht. Oh, voll auf die Backe gekommen. Das schmeckt wenigstens gut. Ich beiß dir auch gleich auf die Backe. Aua. Und das ist auch wieder mit Kokosnuss schwarzer Schokolade. Das war doch das, was wir schon gegessen haben. Mhm. Boah, kommen wir zum Ende bitte. Ich habe jetzt nicht so viel davon gegessen, weil wir schon gegessen haben. Entschuldigung. Ich will nicht schummeln, aber... Nein, du musst ja auch nur probieren. Du musst ja nicht aufessen. Das ist die Regel. Ja, schmeckt wie Kokosnuss mit Schokolade. Das gleiche Ding, was wir vorhin schon zweimal hatten. Es wird mit der Zeit nicht besser. Hey Kinder, fröhliche Weihnachten. Oh, boah, ich habe mir voll in die Backe gebissen. Ey. Aua. Blutet wenigstens, dann geht der Geschmack weg. Ja, ich glaube ja. Boah. Ich muss mich kurz mal hinlegen. Ach. Aua, aua. Backe und Bauch. Ah. Ah. Entschuldigung, das ist jetzt nicht so spektakulär gerade, weil wir die ganze Zeit im Jammern sind. Ich entschuldige mich dafür, aber es ist wirklich... Und wir haben uns vorher informiert, wir wollten das vorher nach Afrika schicken, weil die Kinder da hungern, durften wir aber nicht, weil die Sachen in der Sonne schmilzen. Ne, deswegen können wir das nicht nach Afrika schicken, es tut mir leid, liebe Kritiker, geht einfach nicht. Wir haben es versucht, wir haben es ernsthaft versucht, es ist zu heiß da. Unser Team, das ist quasi dasselbe. Das ist dasselbe, das ist, die sind auch alle unterernährt. Wir wollen die nicht haben, ey. Boah. Boah, Freunde, ich glaube, mir war noch nie so schlecht im Leben. Also schon definitiv. Ich muss sagen, ich habe mich echt noch nie, bei keinem Let's Eat habe ich mich so gesträubt, weiter zu essen. Bei keinem, also nicht nur so geistig, sondern so einfach so, der Körper sträubt sich dagegen, hier weiter das zu essen. Das Ding ist halt auch der Unterschied, da hast du dann wenigstens nur, oh, den haben wir ja auch noch nicht gegessen, oder? Nee, das war so ein Nippel. Oh nein, das ist wieder so einer mit bestimmt so einer Erdnussbutterfüllung. Also... Oh ja. Ah ne, ist Trüffel. Ist das gut? Ich kenne Trüffel nur vom Suchen aus dem Wald, wenn ich wieder losgeschickt werde. Kein Schwein. So. Ja, es geht, deswegen ist es eine Farbe Schokolade. Ist voll verschmiert hier alles schon, voll am Schmilzen. Ich habe so viel davon gegessen. Voll, das ist völlig übertrieben, Alter. Warum ist weißt ja. du... Es ist abgegangen. Ich habe also nicht selber abgebissen, es ist abgegangen. Ich hab... Und dann kackst du wieder mein Bett voll, ey. Boah. Geht, sagt er, ist Trüffel, sagt er. Geht die Hälfte bei mir ins Maul. Dann bin ich schon wieder so am Schmieren im Maul. Und dein Bett sieht toll aus. Ja, verkackt. Ich weiß nicht, wie sind wir morgen um 10 Uhr? Wir haben jetzt ja irgendwie 1:30 oder sowas. Und um 10 Uhr muss ich wieder aufstehen. Dann weiterfahren. Zu unserem Roadtrip. Boah, ist das ekelhaft. Und ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Weißt du, als wäre so eine Dings nicht schon genug gewesen. So eine Erkältung. Jetzt hör auf zu jammern. Ja, komm, du hast recht. Lass mich das übernehmen. Oh. Ja, wirklich. Ich meine, für den Zuschauer sieht jetzt vielleicht lächerlich aus. Hier sitzt du und das. Wow.
Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Das müssen wir nachher abfilmen, Alter. Das geht nicht anders. Alter, wenn die Putzfrau nachher... Ich die kurz. Aber wir essen jetzt auf und das machen wir zum Abschluss. Dann zeigen wir den ganzen... Habe ich Kacke am Bauch? Irgendwie nicht. Alter, die wird das doch nicht. Die normal. Kacke ist professionell in dein Bett geschmolzen. Die wird denken, echt, ich hätte hier hingeschissen. Ja, das ist echt. Hast peinlich. Du noch ein Handtuch? Vielleicht legen wir hier noch ein Handtuch hin. Ja, ist doch egal. Jetzt ist auch wirklich wurscht. Jetzt müssen wir hier drin liegen. Ja. Das ist ja. So, ich knie mal den Rest der Sendung. Jetzt schmier doch nicht an den rum. Das ist aus, der ist hier rumgerutscht jetzt. Ja. Alter, ich möchte gerne das Überwachungsvideo sehen, wenn die Putzfrau hier morgen die Lagen boah, lässt. Was ist das denn bitte auch? Oh, ich gehe. Das ist so ein Apfel mit Marshmallows. Wenn du in so einem Laden arbeitest, ich habe mal Pralinen gemacht, ne? Von meinen Eltern damals, war ich 10 Jahre oder so. Und dann habe ich mal Pralinen selber gemacht. Und es war so ekelhaft. Und man konnte es. Nein! Ich will dann nicht so liegen, Alter. Du kannst keine Schokolade mehr sehen dann. Ich hole dir jetzt ein verkacktes Handtuch. Du Schwein. Wieso ich Schwein? Ich habe das nicht zugeschissen. Doch. Das ist doch nicht mein Hotelzimmer. Die Putzfrau wird denken, du hast hier Kackerpartys gefeiert. Alter, das Gesicht möchte ich sehen. Ich muss dir eine Kopie von dem Video geben von dem Putzfrau. So, das sieht doch schon besser aus. Ja, toll. Leg das Handtuch einfach, lass es drüber liegen. Ja, genau. Das war ein kleines Geburtstagsspecial für die Putzfrau. Wie gesagt, nur den Zähne. Nur so milde Bleiche ohne Chlor. Sorry. Aber ganz ehrlich, was die schon miterlebt haben, will ich gar nicht wissen. Ganz ehrlich, also falls bei euch, falls jemand unter euch vielleicht auch beruflich putzt, ich glaube, da hat man in der Branche teilweise schon Schlimmeres erlebt, wenn man Laken wechselt. Ich glaube, da gab es schon ganz... Also, willst du das essen? Voll hart. Hast du aber abgewissen? Ja, gar nichts. Ja, dann kannst du doch kaum essen. Probier mal, es ist übelst hart. Ich glaube, das ist ein Apfel wie auf dem Rummel, ne? Das ist ein Apfel wie auf dem Rummel, die da auf dem Rummel rot sind. Hier ist er mit Marshmallows. Sagst du Rummel oder sagst du Kirmes? Beides, aber eher Kirmes. Komisch, ich hab immer Rummel gesagt. Rumpel, sag ich mal. Das kannst du so nicht essen, das ist viel zu hart. Ja, beiß rein. Warte, oh, ja, genau, den habe ich auch noch sitzen. Ich glaube, wir haben aber keinem jetzt zu viel rumgerülpst, weil einfach der Magen rebelliert die ganze Zeit. Man kann es auch nicht faken. Nein, du kannst das gar nicht. Was bist du denn für ein. Alter, bist du krank? Oh, ein Apfel. Da ist ein grüner Apfel drin. Ach, gib mir den grünen Apfel, bitte. Schleck ihn dir raus. Boah. Wie kannst du da so reinbeißen? Du hast ja voll das Riesenstück rausgerupft. Bewundere ich den Konke mal wieder, ey. Hut ab. Ich könnte das nicht mehr so. Also ohne Scheiß jetzt. Ihr könnt mich ja gerne Pussy nennen und alles. Ihr müsst selber mal so eine Scheiß essen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, ihr müsst selber mal so viel Schokolade essen und Fett und... Oh. Ey, ich vertrag das einfach nicht so. Mein Körper ist dafür einfach nicht ausgerichtet. Ich bin echt kurz vorm Aufgeben. Ich zieh's jetzt noch durch, weil noch zwei Sachen bin ich aber auch. Ey, ohne Scheiße. Ich glaube, das wir haben noch nie ein Let's Eat abgebrochen. Vorhin habe ich noch überlegt, ob ich es vorschlagen soll. Habe ich wirklich ernsthaft überlegt. Ja, gerade wirklich. Ich meine, ohne Scheiß, ich habe da morgen noch mit zu kämpfen. Ich kann da wahrscheinlich nicht pennen, weil ich übelste Magenkrämpfe haben will. Was wir hier wieder für einen Scheiß machen, ey. Ach Gott, jetzt hole ich aber nicht das mehr. Nächste Let's Eat. Das nächste Let's Eat machen wir so. Wir essen einen Obstsalat. So. Wird wahrscheinlich eh nicht der Fall sein. Nee. Ich weiß schon, was das nächste wird. Ja, ich auch. Das wird bestimmt kein Obstsalat. Ey. Nein. Nein. Das wird kein Obstsalat. Da habe ich jetzt auch schon Angst vor, weil, gerade wenn ich das jetzt hier alles gesehen habe. Weißt du, wenn man die ganze Schokolade hier frisst. Schokolade ist ja was ganz Tolles, aber wenn man die so frisst... Also wir essen ja gerade nicht, wir fressen ja, das muss man mal sagen. Wenn man so Schokolade frisst, dann ist das plötzlich was, man hat so eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Wenn jemand kommt mit einer Schachtel Merci, Danke heißt Merci oder die Milka-Herzen, ganz ehrlich, dann schenkt jemand Obstsalat, ist gesünder, da lebt derjenige länger.
Nee, ich freue mich ja auch manchmal über Schokolade. Ja, natürlich. Aber eigentlich, du merkst gerade, wie mein Körper das abstößt. Einfach ja. Nur. Und ich mag eigentlich gerne Schokolade. Es ist echt eine Achillesferse, sehr oft. Ja, ich liebe Schokolade. Das ist bei mir immer so eine Phase. Schokolade. Das hast du jetzt abgewöhnt. Ja, habe ich auch, weil ich immer Salat esse und jetzt. Okay, komm, nächster. Krieg das nicht auf, den Scheiß. Du musst mit Gefühl da rangehen, weil. Nee. Gefühl. Sollst der gefühlvolle Onkel machen. Sorry. Die reiten mich zusammen. Bah, dieser ekelhafte. Das ist echt ein grüner Apfel drin. Man sieht's da. Wie wenig der nur im Gegensatz zu dir hier abgebissen hat. Aber da kommt der grüne Apfel zum Vorschein, ganz ehrlich. Ich würde das am liebsten abhellen und den Apfel essen. Ach Gott. Mir ist nicht gut. Ich entschuldige mich dafür. Das ist das einzige Format, in dem man mich hier rülpsen hören wird, hoffe ich. Es wird sonst nicht passieren, aber ganz ehrlich, es ist momentan echt. Oh Gott, ey. Hat jemand geklopft? Nee, ich habe gerade den Laptop mal wieder angemacht, damit der dann mein Handy weiter auflädt, weil es nicht am Aufladekabel. Ach Gott. Alter Schwede, Kong und Sarazar, die Spastis vom Dienst, ohne Scheiße. Marshmallows mit heller Schokolade übergossen und M&M, kleinen M&Ms drauf. Aber wie sanft ein M&M ist dagegen. Das ist der Hammer. Weißt du, wie ich mir gerade vorkomme? Sag mal, wie soll ich denn dieses Handtuch hinlegen, Alter? Ich komme mir gerade vor wie Monika Lewinsky. Ich will nicht, aber ich tue es fürs Praktikum. Sag nochmal, wer sagen, Sarazar ist eine Pussy. Sarazar ist eine Pussy. Wieder Marshmallow, Schoko, Smarties. Das war das Vorletzte. Alter. Das war das Vorletzte. Ist ja Licht am Ende des Tunnels. Kann nicht mehr. Kann wirklich nicht mehr. Licht am Ende des Karpatentunnels. Die heben wir auf. Die sind zu süß, die esse ich nicht. Nee, die sind echt so schön. Die sind bestimmt aus Kieselstein und beißen aber voll rein und brechen uns so die Zähne aus. So ein Ei, das sieht aus wie ein Kaugummi oder so, ne? Boah. Ich hätte gedacht, das wäre deutlich einfacher. Ohne Scheiß. Ich hatte aber auch die Sugar Factory jetzt eat verdrängt, das ist ja schon ewig her wieder. Da waren wir aber nicht so schlecht wie heute. Das ist 2 Jahre her oder so. Boah. Sugar Factory war schlimm, aber da waren wir nicht so schlecht wie heute. Ich gerade so ein bisschen zuckertechnisch am Limit, einfach nur. Ich bin das jetzt. Okay, und heute haben wir uns überlegt, als Krönung des Let's Eat, weil das so einfach ist, essen wir das komplett auf. Ja, genau. Jeder die Hälfte. Ja, dann kotze ich dir im Strahl ins Gesicht, Alter. Also wirklich Speien, Kotzen, Spucken und alles, was dazu gehört. So. Sorry, Freunde, dass ich hier so ein bisschen am Rumvegetieren bin, aber... Na, ihr... Wollt ihr auch mal probieren? Magst du mal an meinem geilen Fettstück lecken? Das ist einfach wie so ein Brocken Butter mit Peanut Butter. Ja. Boah, riech mal. Riech einfach mal. Tobi? Boah. Weißt du, wonach riecht denn das? Boah. Ich kann nicht. Das riecht wie eine feuchte Mauerritze. Das ist voll das lebensgefährliche Let's Eat, was wir hier machen. Ja, ist es auch. Tatsächlich, ja. Na komm, beiß rein, ich will auch zum Ende kommen. Bitte, bitte, bitte. Ganz ehrlich, das sieht aus... Boah. Das ist einfach überkrass. Weißt du, wie das aussieht? Das ist Peanut Butter geschmolzen mit Butter. Das sieht aus und bei Nüssen. Wie ein ausgedrückter Pickel in Form eines Elefantenfußes. So sieht das aus. Und das riecht auch ähnlich. Pickel. Ja, da muss ja schon eine Menge reingehen.
Alter. Da gibt es so ein Video auf YouTube, das solltet ihr auf keinen Fall suchen. Es heißt Pimpel irgendwas. Sucht es auf keinen Fall und schaut es euch bloß nicht an. Was wirklich, tu das nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ernsthaft, wenn das da jemand sucht, bitte schön, aber tu es nicht. Du hast es gesehen? Nee, ich hab's nicht gesehen. Also sei froh, guck's dir bloß nicht an. Wirklich, also ernsthaft, als Freund sage ich jetzt, guck es dir nicht an. Ich muss gleich kotzen, ohne Scheiß. Ich muss es zum Ende bringen. Oh, wenn ich das schon sehe. Und das hast du so beruflich? Scheiß drauf, komm. Letzter. Boah. Was ist das? Das ist wirklich widerlich. Es ist widerlich. Das schmeckt irgendwie nur süß, es schmeckt nicht gut. Es schmeckt nur süß und da drin ist irgendwas Ekliges, was total komisch schmeckt. Und der schmilzt wieder im Mund, weil da so viel Huder drin ist. Und dann schmeckt das so eklig. Widerlich, einfach nur widerlich, das ist doch nicht normal. Boah. Wer ist denn sowas? Wer ist denn sowas? Wer kauft sich sowas? Freut sich das Team morgen. Ja. Was ist das denn? Das war dann mit das Ekelhafteste. Das jetzt zum Schluss war wirklich nur widerlich. Ich kann dir gar nicht sagen, doch ich fand diese Reis mit diesen Puffdingern lecker. Ich fand die Erdbeere super. Die Erdbeere war das Tollste. Die Erdbeere war geil. Leute, esst mehr Erdbeeren, nicht diesen Joghurt-Scheiß, diesen chemischen Scheiß aus dem Kühlregal. Esst frische Erdbeeren, richtige Erdbeeren. Wenn ihr mal Kinder habt, gebt denen frische Erdbeeren und nicht irgendwelche untergerührten Chemiescheiße. Damit holt euch Pfirsiche, holt euch Äpfel. Holt euch Maracuja-Schorlen. Holt euch irgendwas, was erfrischend ist. Alter, mir ist. Holt euch auf gar keinen Fall diese Chemie-Scheiße, das ist wichtig. Also, das zeigt es mal wieder wirklich, wie ekelhaft Süßigkeiten sein können, ne? In Schokolade ohne Ende und Fett und. Boah. Man fühlt sich danach echt nicht gut. Man fühlt sich einfach nicht gut. Wenn ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt eine ganze Weile lang Salat gegessen. Ich will jetzt hier nicht den Moralapostel machen. Ich esse momentan sehr viel Salat, sehr viel Lachs gerne. Ich esse ja auch gerne Lachs. Und danach fühle ich mich immer fit und frisch. Aber jetzt gerade eben, wenn ich einen Burger esse, fühle ich mich immer ranzig. Und wenn ich zum Beispiel zeigen, jetzt eben gerade. Pass auf, ich zeige euch mal ganz kurz was. Der Sarazan, ne? Der hat da dieses Problem. Ich benenne es Diarrhoe. Ich möchte euch das mal zeigen. Wir haben es verdeckt, weil es ihm peinlich ist. Aber der Sarazan, es muss ja wirklich nicht peinlich sein. Sieht man das? Komm mal weiter rum. Ich halte das mal so. Komm. Diarrhoe. Das sieht echt aus, wenn ich aus Lagen geschissen. Diarrhoe in the morning is a little present for the Putzfrau, we love so and she is a bit gehemmt. Ich bin froh, dass die Scheiße vorbei ist. Das ist erst letzte. Nein, das war gelogen. Also als Resümee. Das war wirklich mies. Sorry, also das letzte Let's Eat auf den Bahamas war hart, aber du hattest wenigstens noch Abwechslung. Ja. Und dann hat mich natürlich die Chili am Ende weggeknallt. Die und zwischendurch dieses Kotzding, die ist in der Dose. Das war auch ekelhaft. Kotz in der Dose war wirklich widerlich, muss man aber sagen. Wir hatten wenigstens die Abwechslung, dann jetzt will ich was Süßes, jetzt will ich was Salziges, jetzt machen wir was Erfrischendes. Wir hatten ja auch zwischendurch ein paar leckere Sachen, zum Beispiel diese Früchte und so. Hier war kein lustiges Essen dabei, es war nur süß und klebrig und pampig allesamt. Die Erdbeere, ich schwöre, ich war noch nie so froh, eine Erdbeere zu essen. Noch nie in meinem Leben war ich so froh, oh geil, was Frisches. Boah, Wahnsinn. Das war einfach nur... Wahnsinn, liebe Freunde. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera noch irgendwie richtig ausgerichtet ist. Egal. Aber die stehen ein bisschen schief, scheiß drauf. Das ist halt ein authentisches Format. Ja, wir haben es überlebt. Oh Gott. Das war so Fatschhaus. Wie gesagt, in Maßen... Oh. Wenn du dir mal was Kleines da kaufst oder mal eine Sache da kaufst, es ist super lecker. Keine Frage, ja, es ist nicht super lecker. Eine kleine. Nee, der Elefantenfuß war widerlich. Alter, und manche Sachen auch nicht. Ganz ehrlich, da kannst du auch im alten Seemann am Pickel lutschen, dann schmeckt genauso gut wie der Elefantenfuß. Mach es nicht. Aber ganz ehrlich, also in Maßen, wie gesagt, als kleine Süßigkeit, als Belohnung zwischendurch, was Kleines, schön. Kann man nichts sagen, ist okay, ist vielleicht nicht wirklich gesund, aber scheiß drauf. Man darf ja auch mal sündigen. Aber so was Übertriebenes. Nee, war zu krass. Wenn eure Mutti euch
kein Snickers in den Schulranzen packt oder sonst irgendwas, sondern Wurstbrot, sei bloß dankbar. Ich war damals nicht dankbar, ich habe meine Wurstbrote immer versteckt. Ich hatte immer so einen Tellerbrote von meiner Mutter bekommen, die waren so scheiße geschmiert. Wieso? So viel Butter und wenig Nutella? Nee, einfach gar keine Butter, Nutella, aber Butter mochte ich eh nicht mit Nutella in Kombination, das ist nicht meins. Aber dann hatte ich Nutella-Brote und die waren einfach so trocken, viel zu wenig Nutella. Mm. Und dann kennst du die, wenn die in diesen Plastikbügeln liegen, voll verschmiert. Kennt ihr vielleicht, weil eure Mutter hat euch vielleicht auch schon mal Brote geschmiert. Irgendwann habe ich einfach sie angebettelt, dass sie mir doch bitte Geld gibt für so eine Schulcafeteria. Und da habe ich dann 1 Euro oder so bekommen. Vor Schultagen konnten wir ein Brötchen holen oder so. Es war auf jeden Fall der bessere Deal. Wir haben damals immer Wurstbrote bekommen und am Anfang, als wir noch kleiner waren und uns nicht wehren konnten. Hey, du hast es ja doch nicht mitgegessen. Nee, ich habe ein Stück davon rausgemacht. Also, als wir uns nicht wehren konnten, da war es nicht so irgendwie Wurst wie leckere Mortadella oder mal ein Bierschinken, was man halt so kriegt, sondern es war tatsächlich Zunge als Wurst. Auch lecker. Alter. Ja, ich habe es immer gehasst. Ja, das ist. Mütter sind manchmal komisch, aber die meisten von euch werden vielleicht auch mal eine. Ich geh jetzt speien. Auch die Kerle. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Oh. Guck mal, wie süß die sind. Die sind echt süß. Ich wollte ursprünglich am Ende des Let's Eats in Front der Kamera einen den Kopf abbeißen. So. Mach doch. Ne. Kannst du nicht mehr, ne? Ne, will ich nicht. Kann ich aber auch nicht mehr. Will ich nicht mehr. Ich bin raus. Aus gesundheitlichen Gründen werde ich das diesmal. Ich kann das nicht machen mehr. Ich bin echt. Also sorry, falls ich jetzt so viel rumgeheult habe, aber Leute, probiert es selber aus oder tut es besser gar nicht. Erst macht das nicht zu Hause nach, was wir hier gerade gemacht haben. Nein. Das ist einfach nicht gut. Wir sind trainierte Stunt-Leute. Ja, von wegen. Nee, warte, das müssen wir anders machen. Soll ich das einfach hier am Fenster ausleeren? Kommst du mal. Ja. Boah, nein, meine Decke, das sind so übel. Das ist ein Traum. Oh, das ist ein Eingang. Hau weg! Mach es. Oh, scheiße. Was denn? War jemand da? Da waren noch Deckel und Taschentücher drauf. Egal. Weiß ja keiner. So, Freunde, ich glaube, wir sind am Ende des heutigen Netzes angelangt. Es war kein lustiges Essen dabei, es war einfach nur. Ich lasse das hier so liegen als Beweismaterial, weil so grün kann das ja nicht sein, oder? So, vielleicht Pickelcreme. Ich hätte da hingekackt. Vielleicht vorher noch Pickelcreme oder vielleicht ist das. Willst du ablenken? Vielleicht ist das noch von deiner Aftercreme. Liebe Freunde, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Mitschauen, vielen Dank fürs Mitleiden. Und ihr wisst ja, wir lieben euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir lieben euch. Und hier, das haben wir für euch gekauft. Stimmt tatsächlich. Jeder darf sich gerne einen Bonbon. Also ganz ehrlich, was wir wieder für uns auf die Schultern lasten, ey. I. Also mit dem anderen Let's Eat muss ich mir noch überlegen. Ach, das können wir schon hin. So, Freunde. Also gerade nicht. Aber vielleicht irgendwie in der Woche oder so. Mal sehen. Ciao mit V und viele Grüße von euren Diätratgebern Dr. Yusuf Bülgemir und Alter, ist mir egal. Ciao. Tschüss.